So, um das abzuschließen, wir waren beim Ding. Nochmal, wir waren beim Ding, bei der Sache, dass das eigentlich Gesetze sind. Und jetzt schauen wir ganz einfach mal, lasst euch überraschen, das Wort Hoffen an, da heißt jetzt die Bedeutung, kennt ja jeder, mit Zuversicht etwas erwarten, zuversichtlich glauben, immer dran denken, A, U, B, die Verschwörungskunst. Da haben wir unser Gall, das heißt die Welle auf Hebräisch, hängt davon ab, die Gedankenwellen, die du aufschmeißt, stehen und fallen mit deinem Glauben, mit deiner Beschwörungskunst. Und die Beschwörungskunst der Totengeister, wie sich das AUB ja nennt, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, einzeln gelesen, ist programmabhängig. Das heißt, das Symbol Mensch symbolisiert ein ganzes Menschenleben. Und dieses Menschenleben, das ist hier praktisch mehr oder weniger dieses blaue Ich, ist ein reines Konstrukt, wäre und Interpretationsprogramm. Dieses Ich wiederum ist davon abhängig, an welche Persona, das ist das kleine Ich, du denkst. Und das wiederum, diese Persona, diese Projektionsmaske wie in einem Videobeamer-Display, diese Metaphern habe ich zigfach erklärt in verschiedensten Selbstgesprächen, erzeugt jetzt die Erscheinungen in dir. Das heißt, man könnte jetzt hier diese Reihenfolge durchfahren. Alles ist schon mehrere Male erklärt. Ich kann es nicht immer wieder wiederholen. Worauf ich jetzt hinaus will, ist schlichtweg und einfach dieses Hoffen, etwas, dass etwas geschehen wird. Und ich sage, ihr lebt in der Welt selbsterfüllender Prophezeiungen. Das heißt, es ist keine Frage, mit deinem momentanen Wissen, mit deinem Programm, setzt du deine Herkunft in die Vergangenheit, die du dir jetzt ausdenkst. Was macht der bei mir was? Es ist also so, dass immer wieder die Frage, frage einen normalen Menschen, wo kommst du her? Dann werden dich zwei große, wo haben wir denn jetzt? Jetzt ist ein Wackler drauf, darum hat er gerade schon ausgesetzt. Wo kommst du her? Dann werden dich zwei große Augen in deinem Gesichtsfeld anschauen. Na. Störung im System. Soll auch so sein. Dann werden dich zwei große Augen anschauen. Und diese zwei Augen, ich sage immer, hast Fragezeichen auf den Augen. In dem Moment, wo du fragst, wo kommst du her, hat er keine Fragezeichen auf den Augen, sondern irgendwie schaut er verdutzt und wird sich denken, was ist das für eine blöde Frage? Das weiß doch jedes Kind. Das, was jedes Kind weiß, ist das, was man ihnen erzählt hat. Es wird jeder sagen, ja, ich wurde von meiner Mutter geboren. Es ist wieder logisch, aber nicht besonders geistreich. Jeder Geist, der das glaubt, müsste, wenn er es beschwört, an Meinheit schwören. Kannst du dich daran erinnern? Das ist ein logisches Konstrukt, wie jegliche Form von Vergangenheit, die du dir ausdenkst, ein logisches Konstrukt, die Maßsetzung auf dem Programm, auf dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Darum ist es für dich auch vollkommen logisch, dass du dich jetzt mit einem momentanen Programm auf einer Erdkugel zu befinden glaubst, die sich um die Sonne herumdreht und auch diese entsprechenden Vorstellungen rein feinstofflich, gedanklich aufschmeißen kannst, wie ein Computer mit dem entsprechenden Programm ein Planetarium, ein heliozentrisches Weltbild simulieren kann. Wenn ich ihn mit den entsprechenden Daten gefüttert habe, kann er das auf dem Bildschirm auch darstellen. Das ist aber frei austauschbar, hängt davon ab, wie ich es programmiere. Alles, was Quantenmechaniker dir vom Atomaufbau erzählen oder Astrophysiker vom Aufbau des Universums, ist nichts anderes. Es ist ein einziges Zitieren von anerzogenen Wissen an der Universität. Alles, was Mediziner dir sagen, wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist, ist nichts anderes. Das Gemeine dabei ist, dass der Glauben, die selbsterfüllende Prophezeiung, letztendlich Vorstellungen verwirklicht und zwar nicht nur feinstofflich. Ich wiederhole nochmal, es hat noch nie irgendein Mensch gesehen, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht, weil das rein prinzipbedingt überhaupt nicht zu sehen ist. Selbst ein Astronaut sieht es nicht. Muss jetzt da gar nicht genauer drauf eingehen. Es hat auch noch nie irgendein Mensch sein Gehirn gesehen. Es sind logische Konstrukte. Oder die vielen kleinen Beispiele, wenn ich immer wieder seit fast 20 Jahren biete ich Leuten an, die können kommen, wenn sie Physiker sind, ich zeige ihnen euren Physikbüchern auf jeder Seite solche eklatante Fehler, da stehe ich nach wie vor dazu, dass jeder 16-Jährige, den ich darauf hinweise, das erkennt, dass das gar nicht so sein kann.
Es klingt so unglaublich für einen logisch erzogenen Menschen, es ist noch kein einziger Tag gewesen, den ich es nicht bewiesen hätte. Es ist natürlich, wenn einer total stur ist und mit aller Gewalt was nicht wahrhaben will, das sind dann die meisten, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dieser Lautsprecher jetzt da links vorne, von mir aus gesehen, nein, der ist rechts, könnt ihr jetzt behaupten. Merkt ihr, wir haben schon wieder das große Problem der Perspektive. Wo war der jetzt die ganze Zeit? Das habe ich ja auch so oft durchgespielt. Ja, dort stand, sonst hätten wir dich ja nicht gehört. Du bist ja auch felsenfest überzeugt, dass die ganze Zeit deine Augen da sind, weil wenn deine Augen nicht da sind, dann hörst du ja, dann siehst du ja nichts. Entschuldigung. Und wenn dein Gehirn nicht da wäre, dann wird's mich ja gar nicht geben ohne mein Gehirn. Ich sage, das ist so unendlich geistlos nachgeplappert, weil du könntest es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Und so verhält es sich, wenn dir eine Lichtstrahlen zeigen oder unsere Physiker, die dann hier Aufnahmen des Photon im Fluch zeigen, oder schwarze Löcher oder Atome und Elektronen und allen voran diese menschliche oder tierische oder pflanzliche DNS, die dann wiederum so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal unter einem Raster-Elektronenmikroskop sieht. Elektronenrastermikroskop, so rum. Das sind logische Konstrukte. Und jeder, der sowas entdeckt, der hat es nicht entdeckt. Das muss ihm eingefallen sein, dass er sagt, das könnte ja so sein. Und alles, was ein träumender Geist, was dem einfällt, das kommt aus ihm selbst, aus einer tiefen Quelle in ihm selbst. Ich tausende Male sage, ich nehme ein Wasserglas in die Hand und zeige mir Wassermoleküle. Zeig mir diese pro Molekül, diese zwei Teilchen Wasserstoff und den einen Teil Sauerstoff. Da gibt's nichts zu entdecken. Und dann erzählt dir einer, jeder Abiturient erzählt dir, dass die Luft, die wir atmen, aus 21% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1% Edelgase, meistens Neon, besteht. Das Neon ist übrigens sehr interessant, es klingt nach dem Neo. Kennt ihr Neo? Ganz nebenbei, man lernt dann in der Schule, dass das vollkommen geschmackslose, vollkommen geruchslose, vollkommen unsichtbare und vollkommen ungiftige Gase sind. Jetzt frage ich dich in deiner Welt, wenn du jetzt ganz normal materialistisch denkst, wie will jemand etwas entdecken, was du nicht sehen, was du nicht riechen, was du nicht schmecken, was in keinster irgendeiner Art und Weise in Erscheinung tritt. Und dann kriegt hier ein Röntgen, kriegt der Nobelpreis, weil er die elektromagnetische Strahlung entdeckt hat. Übrigens steht da sogar in Wikipedia drin, anhand von Berechnungen. Der hat was anhand von Berechnungen entdeckt. Und ich habe schon gesagt, was die ganze Quantenmechanik und die Teilchenphysik ist. Ein primitives Beispiel, ein sehr primitives Beispiel für ein einfaches Gemüt. Wir denken uns jetzt einfach mal, Elementarteilchen wären Ziffern. Und man hat jetzt zum Beispiel, was man schon kennt, in dem Wissen, man hat schon mal was gehört, von einer 3, und von einer 4. Okay? Nein, ich sage von einer 3 und einer 2. Das ist schöner. Und jetzt spielen die mit den Berechnungen rum und irgendeiner kommt da mal, Mensch, wir können ja 2 mal 3 nehmen. Und dann plötzlich taucht der 6 auf. Hat man vorher noch nie gesehen. Neues Elementarteilchen. Wir können ja mal die 6 auch mit der 2 mal nehmen und dann taucht plötzlich eine 12 auf. Vollkommen neues Elementarteilchen. Jetzt kommt einer drauf, wir haben doch jetzt hier, wir haben die 3, wir haben die 6, wir haben die 12 und die 2. Teilen wir doch einfach mal diese 12, beschießen wir mal mit einem Dreierteilchen, wie das in Sprünge geht, und plötzlich taucht der 4 auf. Wieder ein neues Elementarteilchen. Das, was letztendlich gesehen wird, da ist nichts, was du sehen kannst. Und ich sage, es sollte eigentlich klar sein, ich nehme mal den Begriff Computer. Dass ein Computer ohne Programm und Daten und Software gar nichts macht. Es ist einfach nur eine Kiste, wenn gar nichts drauf ist. Ich muss da zuerst ein Betriebssystem reinmachen und entsprechende Programme, wo dann durch dieses Betriebssystem irgendwas auf dem Bildschirm, irgendwelche Verknüpfungslogik oder Darstellungslogik drin ist. Alles, was auf dem Bildschirm in einem normalen Computer auftaucht, steht und fällt mit dem Programm und den Daten, wo ich da eingegeben habe. Ein Standardbeispiel. Alles, was mittlerweile Teilchenphysik ist oder Astrophysik ist, wo natürlich dann auf der einen Seite riesengroße Parabolspiegel dranhängen vielleicht und auf der anderen Seite riesengroße Teilchenbeschleuniger, speist zuerst einmal Computer und diese Computer laufen nur mit Programmen, wo eine einprogrammiert haben. Das heißt, es programmiert ein Mensch in einer Programmsprache mehr oder weniger seine eigene Logik rein.
um dann letztendlich auf dem Bildschirm seine eigene Logik anzuschauen, wo natürlich dann nicht sofort wieder ein Physiker sagt, ja, aber wir haben doch da Sensoren. Und jeder von euch, hoffe ich, hat zumindest einmal was von einem Doppelspaltexperiment gehört. Ohne Frage, die reine sogenannte Longitudinal-Wellenseite kannst du simulieren mit Wasserwellen. Ich kann ein Wasserbecken jetzt mir auf meiner VR-Brille generieren lassen von meiner Logik. Ich spreche immer von der VR-Brille, von zwei flachen Bildern. Können wir ja dann nochmal in die Dotter gehen, wo das drin steht. Ebenes Bild und ebenes Bild, je nach Übersetzung. Diese zwei flachen Bilder, die den 3D-Effekt erzeugen, kann ich so programmieren, dass ich vor mir Wasserbecken habe und dann kann ich zwei Schlitze reinmachen, auf der einen Wellenhälfte abtrennen, Wellen reinmachen, eine große Welle und dann kommt nach den Schlitzen diese sogenannten Interferenzen. Das lässt sich jetzt empirisch wahrnehmbar, heißt nur, es kommt, es taucht auf der VR-Brille auf. Was aber hier dann immer erzählt wird, ist die Sache, wenn man Photonen oder Elektronen abschießt, dieses Doppelspaltphänomen oder das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradox oder Rosen-Podolsky, je nachdem, es gibt die und die Version. Zeig mir bitte diese Kanone, wo du in irgendeiner Form, außer durch Glauben und Computeranimation, wo du in der Lage bist zu überprüfen, dass diese Kanone ein allereinziges Elektron abschießt. Ich will nicht ein logisches Konstrukt sehen, sondern ich will wirklich einen Beweis. Und dann macht man einen Doppelspalt, weil man weiß ja dann nicht, oder ich sag, man sagt, das Photon weiß ja nicht, ob es durch den rechten oder linken Spalt geht. Das heißt, zeig mir einen Sensor, den ich an einen Spalt anbringe, der in der Lage ist, den Durchflug eines eigenen einzelnen Photons oder eines einzelnen Atoms zu registrieren. Zeig mir den Sensor. Ihr schluckt alles, es wird verwirklicht, bis hin zum Handy. Es ist so fehlerhaft, ich will jetzt da nicht so physikalisch werden. Es ist ein Hoffen, ein einziges Hoffen. Das Hoffen hast du nur, wenn du dir nicht ganz sicher bist. In dem Moment, wo dein Glaube das verwirklicht, der Glaube selber ist das Gesetz. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich kann es nicht oft genug sagen, du bist der Richter über alles und jeden. Und die Welt, an die du glaubst, ob du jetzt ein Flat-Earther bist, wie man das up-to-date sagt, dass die Erde ja bewiesen ja eine Scheibe ist und keine Kugel ist, da wirst du feststellen, wenn du dich darauf einlässt, das sind sehr, sehr einsichtige Argumente, aber nicht alle. Da können wir sehr viele als Physiker zerlegen, aber bei weitem nicht alle. Und die anderen werden schlichtweg und einfach ignoriert. Da kriegst du auch dann keine Antworten mit. Du kriegst bloß immer die Antworten von der Physikerseite, die eindeutig widerlegbar sind mit physikalischen Gesetzen, und die anderen werden totgeschwiegen. Dasselbe war schon bei der Mondlandung, die wir uns jetzt ausdenken, mit den Schatten. Jeder hat sich vielleicht schon mal ein bisschen dafür interessiert. Das ist mit Holofeeling alles vom Tisch, weil es bloß hier und jetzt gibt. Die Frage, was in der Vergangenheit war oder nicht war, die stellt sich für dich gar nicht. In der Vergangenheit als Ding an sich, die wir uns jetzt denken, war überhaupt nie etwas. So wenig wie morgen etwas passieren wird, ist in der Vergangenheit was passiert, weil alles, was du zu sehen bekommst, siehst du hier und jetzt oder denkst du hier und jetzt. Und wenn du dir hier und jetzt was in die Vergangenheit denkst, das, was du dir in die Vergangenheit denkst, steht und fällt mit einem Schwamminhalt. Mit deinem anerzogenen Wissen. Sogar der Glaube, dass du dich jetzt als Trockennasenaffen empfindest, und felsenfest davon überzeugt bist, dass du in der Vergangenheit von deiner Mutter geboren wurdest. Jetzt ist immer die Frage, wenn du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren, dann denkst du aber an einen anderen Körper, wie an den Körper, an den du jetzt denkst. Ja, damals war ich ja noch ein Säugling. Ist ja alles unheimlich logisch. Und in der Zukunft werde ich vielleicht irgendwann einmal alter Mann oder alte Frau. Es wird genauso sein, wie du glaubst, dass es ist, und in der Zukunft werde ich irgendwann mal sterben. Die Erklärung ist ganz einfach, das ist unsere Polarität. Wenn du das jetzt nimmst und du sagst, das vorher oder nachher ist wie Wellenberg und Wellendal. Das heißt, wenn du dir ein Kommen in die Vergangenheit denkst, wird zwangsläufig dich in der Zukunft ein Vergehen erwarten. Aber letztendlich kommt alles hier und jetzt aus dir und jeder Moment, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Moment. Lass das auf dich wirken. Das ist mein Beispiel mit der 200 Gramm roten Nede. Dass ich sage, wir symbolisieren dich ewigen, nicht denkbaren Geist jetzt bewusst als 200 Gramm rote Nede. Und das, was du siehst, ist deine Form. Die Information ist die Form dieser Nede. Das ist praktisch die Form, die der Geist annimmt. Das ist Einstein. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt.
An der Energie selber verändert sich dabei gar nichts. Sie ist laut Physikbücher weder vermehrbar noch vernichtbar noch zerstörbar. Du kannst diese ursprüngliche Energie weder vermehren noch vernichten. Du kannst es nichts nicht vernichten und es alles nicht vermehren. Aber nichts und alles, habe ich doch am Anfang schon erklärt, sind beides Begriffe für etwas, was in keinster Weise in Erscheinung treten kann. Und was ich dir jetzt letztendlich erkläre, dass du ich bist. Nicht der Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Ich erkläre es ja den Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und dieser Geist, das bin eigentlich ich. Weil ich höre jetzt den Udo sprechen und ich denke mir den Udo aus. Bist du schon ich? Das ist dann übrigens dieses rote Ich. Das ist das hier. Da steht natürlich noch was drüber, aber das habe ich auch schon vielfältig erklärt. Bei weitem noch nicht ausreichend genug. Und wir wollen jetzt hier das Bonbon, ich habe jetzt das etwas hingezogen, dieses Hoffen, das, was du erhoffst, hängt doch davon ab, von dem, was du glaubst. Natürlich, weil du in der Welt der Perspektiven lebst, sind immer wieder zwei Seiten. Hoffentlich kommt es. Sobald du sagst, hoffentlich kriege ich das, ist zuerst einmal der Glaube da, dass du es noch nicht hast. Das, was sich in dir hundertprozentig verwirklicht, musst du wissen, wir können den Glauben rot und blau schreiben. Der blaue Glaube ist das im Allgemeinen, was du jetzt in deiner Logik Glauben nennst. Das ist ein reines Fürwahrhalten. Und ich sage immer wieder so einfach, wenn du vorm Richter sitzt, einfach vor einem Richter, du bist als Zeuge geladen, da ist eine ältere Frau, die sagt, ich habe den auf die Welt gebracht. Kann man zwar nicht vorstellen, wie die dann so einen großen, wenn du angenommen, du bist ein großer, stark gebauter Mann, wie die angeblich dich, der jetzt da sitzt, jetzt kommt schon immer diese logischen Erklärungsmodelle mit Wachsen. Auf jeden Fall, sie ist als Lügnerin angeklagt und du bist nur als Zeuge geladen und der Richter fragt dich, was du dazu sagen kannst. Ist deine Mutter, hat man dir zumindest erzählt. Dann kannst du bloß, wenn du vereidigt bist, einzig und allein beschwören, dass man dir das erzählt hat, dass sie deine Mutter ist und dass sie dich auf die Welt gebracht hat. Du sagst jetzt zu dem Richter, ich glaube, dass sie mich auf die Welt gebracht hat. Dann sagt der Richter zu dir, guter Mann, mich interessiert überhaupt nicht, was sie glauben. Glauben heißt nichts wissen. Haben sie es gesehen oder haben sie es nicht gesehen? Das ist die Form, alles, was du beschwörst, was du glaubst, solltest du nicht beschwören. Du kannst beschwören, dass man dir das erzählt hat im Laufe deines jetzt ausgedachten Lebens, aber dem Vorgang selber ist ja nichts da. Es ist nur ein logisches Konstrukt. Und jetzt betone ich nochmal, du wirst ganz leicht feststellen, wenn du diesen strengen Maßstab anlegst, dass innerhalb kürzester Zeit nahezu alles, 98% deiner Glaubenssätze, egal ob naturwissenschaftlich oder religiös, den Bach runtergehen. Das sind die Hebelgesetze, das hebt alles aus den Angeln. Und jetzt ist es so, dass dieses Hoffen, ich bin immer noch beim Hoffen, dass das, was du glaubst, ist doch deine Logik. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin krank, ich wünsche mir, dass ich wieder gesund werde, ist doch eindeutig, das, was du dir wünschst, ist für mich vollkommen sekundär. Ich verwirkliche in dir das, was du glaubst. In dem Moment, wo du dir irgendetwas wünschst, muss dir klar sein, als Beobachter von dir selbst, dass der sich was wünscht, ja glaubt, dass er das, was er sich wünscht, nicht hat. In dem Fall ist es, du wünschst dir, gesund zu sein, das heißt, du hast diese Gesundheit noch nicht, sonst würdest du sie dir ja nicht wünschen. Und jetzt gespiegelt heißt es, dass du glaubst, krank zu sein. Und ich sage jetzt, du bist krank, weil du dir wünschst, gesund zu sein. Da wird jetzt jeder Materialist da stehen und fast die Haare zu Berge, metaphorisch ausgesprochen. So ein Blödsinn. Wenn ich nicht krank wäre, dann würde ich mir ja nicht wünschen, gesund zu sein. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich sage, der erste Tipp, auch wenn dir die Haare zu Berge stehen, schau deine Logik an, was die dir erklärt, diese anerzogene Schwamminhalt, diese materialistische Logik und dreh es um 180 Grad. Dann wirst du plötzlich feststellen, dass du Geist, immer dran denke, ich erkläre es jetzt den Geist, der sich selbst als Trockennasenaffe ausdenkt und der sich jetzt den Udo ausdenkt. Weil das, was jetzt de facto real da ist in dir, ist nur eine Lautsprecherstimme. Und diese Lautsprecherstimme ist bestimmt nicht der Udo. Du hast jetzt aber im Hintergrund ein vollkommen logisches Erklärungsmodell, wieso du das hörst, weil ja irgendwann in der Vergangenheit diese Aufnahme gemacht wurde. Ist logisch. Könntest du es beschwören oder ist es ein logisches Konstrukt?
Solange du logische Konstrukte beschwörst als richtig, weil sie dir logisch erscheinen, wird dir irgendwann einmal einleuchten müssen, dass logische Konstrukte komplett frei wählbar sind und austauschbar sind. Immer vom Computer aus gesehen, die erste Programmierung ist seine Logik. Was natürlich mit einer anderen Logik betrachtet total anders aussehen kann. Darum wird das erste Wissen eines, jetzt symbolisch gesprochen, eines Heranwachsenden, der seinen Schwamm vollsaugt, dieses erste Wissen wird zum dogmatischen Vergleichsmaßstab für alles, was kommt. Das heißt, wenn du in Bassien groß wirst, ich mache jetzt ein raumzeitliches Beispiel, ich will dich ja wegführen aus der Raumzeitlichkeit, und du von klein auf eingeimpft bekommst, dass Schweinefleisch eklig ist und Sünde ist zu essen, steht ja sogar in der Bibel, müssen wir bloß richtig übersetzen. Das werden wir mal Sachen uns genauer anschauen. Geht man natürlich davon aus, dass die hebräischen Schriftgelehrten das richtig übersetzt haben? Begehen ein elementares Verbot. Das ist, zeige ich euch alles. Keiner bricht mehr die Gesetze wie die Hebräer selber, die Juden. Kann man übrigens in der Sprache schon nachlesen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so eine Kleinigkeit nehme, wir machen mal das hebräische Wort für Hebräer, ist ja Ivri. Das schreibt sich Eber. Das ist einmal aus dem Jenseits kommen. Das ist jetzt, kann man wieder rot und blau lesen. Und wenn man da J, das spricht man Ivri aus. Also so sprechen die Juden es aus. Das ist die Hebräer. Hebräisch auch mein hinübergehende Hebräer. Jetzt will ich da gar nicht so tief reingehen. Dieses Ivri sind die Hebräer. Interessant in ihrer eigenen Sprache, wenn ich jetzt ein N hin dranhänge. Da will ich jetzt nicht weiter. Das ist ein, als Suffix gelesen wird. Das normalerweise ist das, besitzanzeigendes Fürwort, ich mache immer eine Vereinfachung, jetzt wirklich gesehen, wo die nichts wissen, weil viele Regeln, meine göttlichen Regeln, kennen die gar nicht, da kannst du schlichtweg und einfach dafür Existenz lesen. Pass auf, ich will das mal anhand von einem anderen Beispiel zeigen. Wenn ich zum Beispiel hier das Klassische, wie ich es immer erkläre, wenn ich jetzt Ei mache, sorry, dieses Ei heißt nichts, unter anderem. Mir ist wichtig, dieses Nichts. Okay? Wenn ich jetzt ein N hin dran mache, das ist das hebräische Wort für existierend, das heißt praktisch nicht existierend und genauso heißt das Wort. Nichts, nicht vorhanden sein, nicht existierend. Ein Trick mit Holofeeling, immer wenn ein N am Ende steht, kannst du das als existierend, das heißt dazu, wenn wir jetzt den Ivri machen, gib ihn nochmal ein, EBR, aufpassen, es ist nicht kompliziert. Und ich mache jetzt ein N dran, dann wird es zu einer hebräischen Existenz, okay? Weil man dieses Hebräer, diese hebräische Existenz, das nun hin dranhängen, und jetzt lasst euch einmal überraschen. Ich zeige euch das mit 1500, dass das natürlich ein Hebräer, ein Jude nicht akzeptieren wird, weil er genauso glaubt, er ist ein Trockennasenaffe. Ich sage, alle religiösen Menschen, alles, was ist, jetzt hast du mal von der Erdkugel, das glauben alle. Du wirst keinen in deiner Traumwelt finden. Gut, jetzt muss ich mittlerweile sagen, vielleicht meine berühmten 100 Affen, die sich seit Vierteljahrhundert oder 20 Jahren oder was auch immer mit Holofeeling beschäftigen, der hier eben nicht mehr glaubt, dass er ein sterbliches Säugetier ist. Die wirst du aber nicht erleben, weil das ganz unscheinbare Menschen sind, die in der Masse überhaupt nicht auffallen. Die heben sich nicht davor. Da ist jetzt übrigens der Udo, den du dir ausdenkst, überhaupt keine Ausnahme. Das ist das Unwichtigste, was es überhaupt gibt. Da gibt es keine Sekte, wo du eintreten könntest, wenn das viele behaupten. Es ist ein vollkommenes Non-Profit-Unternehmen. Es gibt hier nicht einmal einen Energieausgleich oder eine Internetseite, wo du irgendeinen Pfennig für irgendeine Schrift zahlen müsstest. Oder dann zumindest kostenlos und dann unten steht Spende bitte. Spenden, spenden, spenden. Wenn ich doch wirklich der bin, der ich zu sein behaupte, dann sollte ich mindestens so weit entwickelt sein, dass ich nicht glaube, dass mich Geld am Leben erhält. Das ist Kapital. Kapital ist ein todbringendes Verbrechen. Jeder, der das glaubt, der findet sich dann irgendwann einmal wieder in einem Grab. Das klingt jetzt wie eine Drohung, ne? Nee, ich erzähle dir eigentlich bloß das, was du glaubst. Es ist nicht mein Glaube. Ich habe in einem der letzten Selbstgespräche, habe ich so ein schönes Beispiel gemacht. Bitte, wenn dich traust, jetzt reden wir mal wieder auf der normalen Ebene, probier es aus. Das war die Sache in Wien. Wir sagen jetzt mal, egal ob du Männchen oder Weibchen bist, du gehst morgen oder nächste Woche, gehst du zu deinem Chef. Und ich sage, wir gehen einmal davon aus, ihr habt ein gutes Verhältnis, du duzt dich mit deinem Chef, wenn du Angestellter bist, und dann gehst du morgen so mit einem bedepperten Gesicht ins Büro oder auf die Arbeit und dann gehst du deinem Chef hin und dann sagst du, Chef, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Ich habe gegrübelt und gegrübelt und weißt du, was mir heute Nacht bewusst worden ist? Dass du bloß ein dummer Affe bist. Und bitte,
schau dir, wenn du das richtig ernst rüberbringst, schau dir an, wie er darauf reagiert. Und jetzt ist ganz wichtig, bitte nicht so lange zögern, sondern sofort mit den Händen rudern und winken und sagen, Moment, Moment, Moment. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Es ist nicht meine Meinung. Mir ist heute Abend nach längeren Grübeln bewusst worden, dass du das glaubst. Es ist eigentlich schon hochinteressant, dass jeder normale Mensch in so einer Schizophrenie lebt, dass er hochbeleidigt reagiert, emotional, wenn du in einem gewissen Ernst zu denen sagst, du bist bloß ein dummer Affe. Aber dass er im tiefsten Innern in seinem Glauben felsenfest davon überzeugt ist, aufgrund naturwissenschaftlicher Erziehung, dass er das ist. Ist das nicht schizophren? Ist es nicht hochgradig schizophren, auf der einen Seite was zu sein, zu glauben, ein Enosch, ein sterbliches Säugetier? Das ist der Mensch. Übrigens interessant, dasselbe Wort heißt gefährlich. Bitte schau jetzt mal symbolisch in die Nachrichten rein. Egal wo du hinschaust, du lebst zurzeit in Sodom und Gomorra. Es ist heillos, da gibt's nichts zu retten. Es sind Trockennasenaffen, sind Primaten, bei Eigendefinition sterbliche Säugetiere. Hoffnungslos, unheilbar und natürlich verzweifelt. Nicht zu verwechseln mit den Adam. Das ist der Mensch, der von Gott erschaffen ist. Mit denen unterhalte ich mich zurzeit. Der Rode. Das ist, haben wir gerade jetzt in der Pause gehabt, wenn ich zum Beispiel sage, nehm dieses Brot, Brot hast im Roden. Das ist mein Fleisch und esst es. Da haben wir übrigens, das Fleisch schreibt sich auf Hebräisch Becher. Und dasselbe hast göttliche Botschaft bringen. Ist übrigens aus Wörterbüchern. Was du hast, findest du alles, was rot ist, im Langenscheid. Nehmt, das ist mein Fleisch und esst es. Das ist meine göttliche Botschaft. Das B Schur übrigens, das wird da unten mitgemacht, das hast du auch im Befehlshaber. Weil Schur alleine, Shin R, heißt im Befehlshaber. Habe ich dir nicht gesagt, du bist der Richter über alles und jeden, so wie du das befiehlst, wird es sein. Aber bestimmst es eigentlich du selbst oder bestimmt es die Logik, die du zum Denken benutzt? Bestimmt der Computer selber, was er macht, oder bestimmt es das Programm? Dein Schwamminhalt, den du dir überhaupt nicht raussuchen konntest, wenn wir jetzt raumzeitlich denken. Es ist eigentlich das Ding, das dich treibt, sind die Gesetze, die du selber in deinem Kopf verwirklichst. Dass jetzt dann irgendwann heute Abend wieder finster wird, ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Es ist jetzt schon finster und es wird auch jetzt finster sein, weil alles, was passiert, passiert jetzt. Da du natürlich nicht alles gleichzeitig anschauen kannst, wenn du zum Beispiel in der Buch reinschaust, jetzt immer wieder, so wenig wie du die Worte in einem Buch gleichzeitig aussprechen kannst, sondern bloß eins und dann wieder eins und dann wieder eins und jetzt entsteht schon wieder das Gefühl, als wenn hier, schau dir mal auf den Beamer, etwas mit Zuversicht erwarten, zuversichtlich glauben, dass etwas geschehen wird, etwas zuversichtlich annehmen. Habe ich jetzt die Worte nacheinander gesprochen oder habe ich sie nicht nacheinander gesprochen? Schau bitte die Worte jetzt auf dem Bildschirm an. Sind die nicht gleichzeitig da? Und habe ich nicht jedes dieser Worte jetzt ausgesprochen, im wahrsten Sinne des göttlichen Vaterwortes nacheinander? Da muss ich nämlich jetzt wissen, dass nach, das schreibt sich nur in Chat, weil die Vokale lassen wir zuerst einmal weg, heißt ruhend, die Ruhe ruhend. So wie die Worte ruhend sind, ist auch jetzt immer alles jetzt in der Ruhe, in der Transversalen. Dann kommt AND nach ein, Entschuldigung, da kommt jetzt nicht existierend, weil die Worte nicht existieren, wenn ich sie nicht ausspreche. Natürlich, wenn ich jetzt mir den Ordner anschaue, die Quelle anschaue, das Schriftstück anschaue, das ist wie die Datei. Wenn ich in die Datei reinschaue von einer DVD, sehe ich, dass alle Bilder gleichzeitig da sind. Die ich immer jetzt, jedes Bild taucht jetzt auf und verschwindet jetzt. Wie war das nochmal mit der 200 Gramm roten Nähe? Jeden neuen Gedanken, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Jede neue sinnliche Wahrnehmung, die du auf deiner Verabrille hast, schau nach rechts und dann drehst du den Kopf nach links und du wirst feststellen, du kannst links nicht anschauen, wenn du dabei nicht rechts vernichtest. Du kannst jetzt vor dir den Udo sehen und du kannst dich umdrehen, vorausgesetzt, der steht jetzt, sitzt jetzt, scheint in einer gewissen Entfernung vor dir zu sitzen. Du kannst deinen jetzt ausgedachten Kopf um 180 Grad drehen und das Bild, das jetzt auf deiner VR-Brille auftaucht, zerstört das bestehende Bild.
Ich symbolisiere das, dass ich sage, ich gebe dir jetzt 200 Gramm rote Gnete in die Hand, du machst aus der Gnete eine Tasse und jetzt versuchen wir aus der Gnete ein Teller zu machen, ohne dass du dabei die Tasse zerstörst. Von Augenblick zu Augenblick, wenn du ein Meister des ewigen Lebens bist, wenn du ich bist, und wahrlich, ich bin der Meister aller Meister, nicht diese Lautsprecherstimme, die du jetzt hörst, auch nicht der Brösel Udo, das ist einfach nur eine Figur in deinem Traum. Mich interessieren die Gedanken oder die Figuren in einem Traum nicht. Mich interessiert nur der Geist, der sich das ausdenkt. Und der Geist ist es natürlich auch, was ausgedacht ist. Da werden wir jetzt dann gleich in Deutschland noch anschauen. Dass das hundertprozentig sicher ist. Ich wiederhole das immer und immer wieder. Und du wirst leiden als Geist, als ewiger Geist. Ich drohe dir nicht, dass ich dich zerstören werde. Nichts kann man nicht zerstören. Nochmal, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, was du jetzt denkst, jetzt taucht eine Form in dir auf, eine Information, eine Gedankenwelle. Das ist das, was ist. Da muss ich doch nicht studiert haben. Wenn jetzt wieder du mit deiner eigenen Stimme in dir sprichst, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht, da gibt's nichts zu verstehen. So, jetzt denk an deine rechte Hand. Denk an deine rechte Hand. Jetzt kannst du die spüren. Jetzt führ diese Hand an. Ja, was kommt jetzt? Das musst du dich überraschen lassen. Ans rechte Knie. Ich hätte jetzt sagen können, an die Nasenspitze. Hat dieses Knie und die Nasenspitze existiert, bevor ich jetzt die Worte ausgesprochen habe? Ich hatte doch das schöne Beispiel in einem der letzten Selbstgespräche, wo ich gesagt habe, setz dich hin, jetzt rede ich wieder normal, weil sonst wird es sehr schwierig, weil das ungewohnt ist, für einen normalen Menschen in einer Holofeeling-Ebene zu sein. Ich reduziere mich eh schon extrem. Dass ich sage, setz dich hin, schließ deine Augen und dann denk einfach mal 30 Gegenstände nacheinander. Bitte lass das auf dich wirken, es ist ganz wichtig, das ist elementar, es hebt alles an Meditation aus den Angeln, was du bisher gekannt hast. Wir meditieren nicht, sondern du beobachte einfach, du musst einen Doppelschritt gehen, auf den werde ich noch genauer drauf eingehen, in dem Folgenden, was jetzt schon da ist. Du denkst dir 30 Gegenstände und jetzt ist es definitiv so, dass du jetzt, wenn du was denkst, wirst du feststellen, solange du in der, ich sage mal, in dieser Ebene der feinstofflichen Gedankenwelt dich befindest, dass du an überhaupt nichts denken kannst, ohne dabei das Wort zu sprechen. Du interpretierst alles, das musst du dir bewusst machen. Beobachte dich einmal ganz intensiv, wenn du zum Beispiel jetzt als normaler Mensch was kochst und dann fällt dir plötzlich ein, ach, da muss ich jetzt nur Salz reintun. Und dann wirst du merken, dass du die Schublade aufmachst, dann Salzstreuer nimmst, dass da genau genommen sogar das Wort Schublade gedacht wird, wenn du genau aufpasst. Das geht natürlich fließend, wenn du schläfst, wenn du wach bist, merkst du das. Aber ich mache jetzt das, was ich in etlichen Selbstgesprächen, wenn man die gehört hat. Ich wiederhole das nochmal, weil das ganz wichtig ist. Ich fange jetzt einfach mal an, du sitzt jetzt da, hast die Augen zu und ich sage, denk an 30 Gegenstände nacheinander. Und vor allem stell dir jeden dieser Gegenstände bei geschlossenen Augen für 2-3 Sekunden bildlich vor. Und ich sage jetzt nochmal mein Beispiel dazu, was ich schon etliche Male gebracht habe. Du denkst jetzt zum Beispiel Eiffelturm und dann machst du diesen Eiffelturm vor dich hin. Dann denkst du als nächstes Apfel, dann stellst du dir einen Apfel vor. Und dann nochmal eins und nochmal eins und wirklich 30 Stück beobachte dich dabei. Und es ist jetzt sehr interessant, ich bringe jetzt was Neues dazu. Das Erste, was du merken wirst, dass du dir gar nicht raussuchen kannst, was du denkst. Du musst förmlich darauf warten, was als nächstes auftaucht. Das ist wie aus dem Nichts. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt denke ich an. An was denkst du als nächstes? Ja. Merkst du den Zustand? Hast du es gemerkt, wenn du dich beobachtest? Glas. Fragezeichen, Fragezeichen, Glas. Interessant ist jetzt, jetzt bringe ich was Neues dazu, das geht jetzt mit jedem Wort, aber dann passiert plötzlich was, dass du in einen Chat reinrutscht, in eine Kollektion, dass du jetzt beim Glas warst du ganz weg und dann sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, die kommt als nächstes Nase und jetzt hast du irgendwann in einer tieferen Ebene, wird dir bewusst, Mensch, die Nase ist ja vom Körperteil und dann geht's ganz flott, Augen, Ohren, Hände, Finger, bis du die Dinger durch hast. Und dann hängst du wieder rum, weil du zerst einmal dann dieses, wenn dir bewusst war, dass das ja das Glas, die Küche meinetwegen, Herd, Töpfe, dann habe ich einen Chat, da sind dann plötzlich, wird bevorzugt, wird aus diesem Chat was auftauchen, bis das dann ziemlich im Groben abgerastet ist und dann hängst du wieder in der Luft, bis das nächste Ding aus dem Chat kommt. Du hast keine, du kannst es nur anschauen. Du hast als träumender Geist überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu bestimmen, schon gar nicht, was du träumst.
Und diesbezüglich hat nichts und niemand, den du dir ausdenkst, einen Einfluss darauf, dass du ihn denkst und wie du ihn dir denn denkst. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer riesen menschlichen Arroganz meinst, was ist das für ein Schwätzer, was bildet der sich ein, der glaubt wohl, der ist Gott. Auf diese Äußerungen gehe ich schon im Selbstgespräch Holofeeling für Neugierige ein. Ich sage, das hat noch nie einer behauptet, ich bin ein Gedanke, den du dir denkst. Wir müssten erst einmal definieren, wie du das Wort Gott definierst. Wenn du Gott als Schöpfer siehst, bist du jetzt wesentlich mehr Schöpfer wie ich, weil ich ein Gedanke bin und du bist der, der mich ausdenkt. Ich meine das hundertprozentig echt. Echt ist die weibliche Eins, hast doch acht. In Schrecken versetzt werden. Aber das wird jetzt zu weit führen. Jetzt passt auf. Wir haben also, das war jetzt nur so eine Kleinigkeit. Jetzt spiegel ich das einmal. Ich habe ja gesagt, im Bereich deines feinstofflichen Denkens. Wir haben aber eine Innenwahrnehmung und eine Außenwahrnehmung, wobei die Außenwahrnehmung ist das, was auf deiner VR-Brille ist. Und da passiert jetzt genau das Gespiegelte. Du wirst feststellen, also innen haben wir feststellen, wenn du was denkst, ist immer zuerst das Wort da und dann machst du ein Bild aus dem Wort in Maßsetzung deines Programms, deines Dings. Das heißt, ich könnte jetzt wieder definitiv sagen, das Hoffen, das mit Zuversicht erwarten, zuversichtlich glauben, das, was du hundertprozentig sicher glaubst, das kannst du verwirklichen. Habe ich zigfach angesprochen. Wenn du glaubst, ich denke jetzt an Paris, dass du ein Eiffelturm ist, der jetzt nur hier und jetzt in deinem Kopf ist, es kann alles nur in deinem Kopf sein, bist du wie in einem Videospiel in der Lage, auch diesen jetzt gedachten, feinstofflich gedachten Eiffelturm auf deiner VR-Brille zu verwirklichen. In deiner normalen Sprache sieht es so aus, du musst dich halt dann als körperliches Wesen in ein Auto setzen, in ein Flugzeug setzen, in einen Zug setzen, nach Paris fahren, dass du dir ausdenkst. Wenn du in Paris bist, ist es Paris um dich rum, so wie jetzt hier im Blindfeld dieser Saal um dich rum ist. Und dann wirst du in deinem Gesichtsfeld den Eiffelturm zu sehen bekommen. Der ist aber schon auf deinem Programm drauf gewesen, wie du überhaupt noch nicht wusstest, dass es einen Eiffelturm gibt. Weil alles, was noch auftauchen wird, alles, was noch passieren wird, ist jetzt schon in dir drin. Und alles, was jemals in der Vergangenheit angeblich passiert ist, ist auch noch in dir drin. Es ist definitiv so, wie wenn du vor einem Bücherregal stehst, oder wir bleiben beim Buch wieder. Wenn du ein Buch in der Hand hast, ist alles, was in dem Buch beschrieben wird, ist in dem Buch drin. Und existieren tut es erst, wenn du die Seite aufschlägst und aus den Worten Vorstellungen machst. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich bin 30 Jahre alt, symbolisiere ich immer, dass ich sage, du liest jetzt zurzeit die Seite 30, was du auf der Seite 50 erleben hast, steht jetzt schon fest. Was du auf der Seite 10 erlebt hast, ist immer noch da. Existieren tut es natürlich erst, wenn du wieder zurückblätterst. Da sagst du, ich erinnere mich an die Vergangenheit. Vorblättern kannst du nicht. Nach vorne musst du in kleinen Schrittchen gehen. Okay, jetzt lassen wir das abschließend. Ich habe jetzt so lange um das Hoffen, das hast du übrigens, H ist ja unsere Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung ist offen. Ich könnte jetzt so eine Öffnung draus machen. Das O habe ich euch schon gesagt, das ist immer wieder dieses Kreisen. Jetzt muss ich doch fast nochmal, ich muss da nochmal den Kompromiss eingehen mit diesem Webcam-Viewer. Es sieht also definitiv so aus, dass ich immer sage, das O, da denkst du an die Gedankenwellen. Das habe ich so auf O, das ist das O. Von der Seite her gesehen sieht es so aus, dieses Kreisen. Das heißt, das ist der Einheitskreis, den Sinus, den wir rauskonstruieren. Das ist was ganz was anderes. Das ist ausgedacht, den gibt's nicht. Da kann man extra physikalisch drauf eingehen. Aber das O, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn du nach oben schaust, schau, dann haben wir das O und das BN hast eine polare Existenz. Ben. Ben wiederum, BN, der zweite Buchstabe, und N haben wir immer die Existenz. Denk an das Ayin, an das Ivri, Ivrin, Gesetzes. Die hebräische Existenz und oben ist BN, ist eine polare Existenz. Wir können auch in eine Existenz lesen, weil die Vorsilbe B im Hebräischen in, inmitten heißt. Auch das hebräische Wort für Sohn, aber der Gottessohn ist ja der Adam und der Adam ist männlich und weiblich. Was eigentlich frei übersetzt Denker und Ausgedachtes heißt. Das ist ein träumender Geist. Und der träumende Geist ist erst einmal der Schöpfer für die Traumwelt, die er schafft. Es ist die Traumwelt, die du hast, ist eigentlich dein Körper. Und du bist das Zentrum und du bist immer das Zentrum, was dich einhält. Das heißt, du bist jetzt nicht das Zentrum des Kopfes. Da gibt es so viele Beispiele, Leute, da will ich jetzt wirklich nicht nochmal drauf rumreiten. Ihr habt hunderte, tausende von Selbstgesprächen und ich sag mal weit über 20.000 Seiten, ganz präzise Beschreibungen, wie das funktioniert. Und das macht natürlich jetzt schon wieder Angst. Da komme ich ja nie mit. Ich sage, du musst gar nichts machen. Ein elementarer Schritt ist, dass ich immer wieder betone, nicht nur, dass ich keine Feindbilder predige, sondern was noch viel wichtiger ist. Es ist eine Grundvoraussetzung, dass du deinen jetzigen Intellekt nichts veränderst.
Verändern meine ich, dass du was irgendwas nicht haben willst und dafür was anderes willst. Das ist doch der Zustand. Ich will nicht mehr arm sein, sondern reich sein. Ich will den Berg haben, aber mit dem Tal will ich nichts zu tun haben. Es ist dasselbe, wenn du sagst, ich will gesund sein, aber nicht krank sein. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Das wirst du irgendwann einmal checken. Ich habe das lang und breit auf die einfachste Art und Weise erklärt. Wenn du es nicht verstehst, ist nicht daran schuld, dass du dumm bist, sondern dass du zu gescheit bist. Das ist die verborgene Harmonie der Dinge. Es sind nämlich zwei eigenartige Phänomene. Die erste große Gedankenwelt, wie ich immer nenne, das ist, dass du was mit was konfrontiert wirst und du hast, ohne dass du dich dagegen wehren kannst, ein Interpretationsprogramm. Dieses Programm sagt beim ersten Moment, es ist unmöglich. Das sagst du nicht einmal, du löscht es sofort wieder aus mit einem Kopfschütteln. Mein berühmtes Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen Beispiel. Das ist ja so, wenn man das allererste Mal hört, sagt man, das geht nicht. Die Lösung, vielfach bekannt in Holofeeling-Kreisen, auch in anderen Kreisen. Ein kleines, einfaches, psychologisches Beispiel. Die andere Seite dazu gespiegelt ist genau umgekehrt. Dass du so viele Sachen hörst, die für dich hundertprozentig sicher sind, obwohl auf die einfachste Art und Weise du erkennen kannst, dass das gar nicht so sein kann, wie du glaubst, dass es ist. Prinzipbedingt. Zum Beispiel bist du dir hundertprozentig sicher, dass du in deinem Kopf ein Gehirn drin hast und deshalb existierst du. Und wenn man das zerstört, gibt es das nicht mehr. Obwohl du die meiste Zeit da bist, wenn du nicht an deinen Kopf denkst und an dein Gehirn denkst. Und das Gehirn hast du sowieso noch nicht gesehen. Selbst wenn du das siehst, du kannst es nicht anschauen. Das ist die Sache mit dem Spiegel. Den, den du im Spiegel siehst, das bist nicht du. Du wirst irgendwann einmal begreifen, dass du nicht nur der im Spiegel bist, sondern du bist auch nicht der vorm Spiegel. Sondern der Spiegel selber. Rei. Das ist der Kopf, der nichts ist. Aber jetzt lassen wir das dann in den Worten, jetzt passt auf, wir schauen jetzt einmal, wo kommt eigentlich das Wort, das Hoffen, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich die Wahrnehmung, die sich jetzt offen wird. Da haben wir jetzt einen Augenblick und FF sind zwei Facetten. Denk an F immer, das ist das BH. Das sind diese zwei Facetten, die sich in dir öffnen, gesteuert wird das Ganze von irgendeinem Ding, das wir Programm nennen. Also wem wundert es dann, dass Hoffen mit Zuversicht erwarten, zuversichtlich glauben, diese erste Zahlen ist meistens eine moderne Interpretation, aber da kommt jetzt Hoppen, Huben, du Hope, bla 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 und es kommt letztendlich, kommt es von dem Wort Ding. Dingen. Ist ein älteres Wort, nicht so geläufig, jemanden gegen Ende zu einer Arbeit verpflichten. Das ist bei Gotteskindern, da habe ich das schön immer wieder, was arbeitest denn du? Das ist im Fränkischen, sagt man in einem breiten Fränkischen, das ist, kommt vom lateinischen Wort orbiten. Arbeiten, was arbeitest denn du? Orbiten heißt auf Lateinisch, der seinen Vater verloren hat, der verwaist ist. Wenn du die Vatersprache verstehst und den Vater verloren hast, dann arbeitest du nicht mehr für Geld, sondern für deinen Vater. Ihr kennt ja den Spruch, wenn man dann normal sagt, will ich jetzt nicht einmal den Udo zusprechen. Ich glaube nicht an Gott, ich arbeite für ihn. Da gibt es auch genügend Beispiele. Aber der Gott, für den ich arbeite, der hat überhaupt nichts zu tun mit den ausgedachten, von Religionen postulierten Jahwe. Oder Allah, oder wie man die sonst ihre Vorstellungen nennen, Gott ist keine Vorstellung. Ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf. Lass das schöpfen. Das ist das Auftauchen. Ich schöpfe. Wo schöpfst du das heraus? Der Schöpfer, in dem Wort Schöpfer steckt übrigens, wenn du die Bündchen wegmachst, das Opfer. Gibt es irgend so eine Christusgeschichte, der sich selber opfert? Aber du musst jeden, für jede neue Schöpfung, denk wieder an die 200 Gramm rote Knete, für jede neue Schöpfung musst du die bestehende Schöpfung opfern. Sonst kannst du der Knete keine neue Form geben. Ein ständiges Kommen und Gehen, Evolution, Revolution. Da kommt das Wort Evolution ex vollvere herausrollen. Dir das wieder in einen Zeitraum von Jahrtausenden auszudenken, da gehen wir dann heute noch drauf ein. Das hat mit einer chronologischen Zeit überhaupt nichts zu tun, weil alles, was entsteht, entsteht im Jetzt. Das heißt definitiv, wenn ich immer wieder, das habe ich so oft erwähnt, wenn einer sagt, es gibt keinen Gott, Gott existiert nicht, dann sage ich mit hundertprozentigem Ernst, stimmt. Habe ich nicht am ganzen Anfang gesagt, jeder hat recht, egal was er behauptet. Und wenn einer sagt, Gott existiert nicht, dann sage ich, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Sobald du
an Gott denkst, denkst du zumindest an das Wort Gott. Und jetzt ist ein ganz, ganz eigenartiges Phänomen. Um etwas verneinen zu können als Vorstellung, musst du dir das, was du verneinst, denken. Du kannst bloß dann sagen, es gibt keine grünen Maßmännchen, wenn du dabei das Wort Maßmännchen denkst. Und ob du jetzt nur das Wort Maßmännchen denkst oder dir ein Maßmännchen vorstellst, in dem Moment ist das Wort genauso, denk wieder an den Eiffelturm, ob ich jetzt nur das Wort spreche oder mir Bilder zutraus aus dem Wort mache. Existiert es ja. Aber ein existierender Gott ist ein Geschöpf, das von irgendjemandem ausgedacht wird. Das ist ein Nichts. Also schon existieren Gott als Wort. Jetzt könnte ich dann dich wieder fragen, an was denkst du bei dem Wort Gott? An einen ganz Lieben mit einem langen Bart, der im Himmel oben wohnt? Wenn er im Himmel oben wohnt, ist er nicht auf der Erde unten. Der gut ist, wenn er nur gut ist, ist er nicht böse, dann ist er nicht alles. Vorstellungen. Das Gottesbild, das ich dir sage, ist wesentlich eleganter, allumfassend und vor allem, da gibt es keine Feindbilder nicht, sondern das ist ein heiliges Ganzes, das in unendlich viele Teile zerspringt, wo jedes einzelne Teil bis ins kleinste Teil, dieses symbolische Universum in eins gekehrt, was du dir ausdenkst, muss wieder zurück in das eine, dass die nächste Welle auftauchen kann. Die deutsche Sprache ist die Gottessprache. Es wird nicht und niemand, der nicht deutsch denkt, wird auf die höheren geistigen Ebenen kommen. Kein Türke, der nicht deutsch spricht, kein Franzose, kein Engländer, egal was man, kein Spanier, das ist natürlich jetzt keine Lehre für die Welt, die du dir ausdenkst. Aber es ist so unendlich einfach, wie ist jetzt das, wenn du jetzt träumst? Lösen sich diese Länder, die ich jetzt ausgesprochen habe, mit den Menschen, die du dir jetzt denkst, weil ich jetzt die Menschen ausspreche, sind die nicht schon wieder weg, wenn du sie nicht mehr denkst? Lass es auf dich wirken, das ist hundertprozentig sicher. Es geht überhaupt nicht drum, wenn du deine Welt verbessern willst, wirst du die niemals verbessern, wenn du meinst, du musst den Figuren in deinem Traum zuerst einmal erklären, dass da irgendeiner ist, der sie erschafft. Das bist du. Du erschaffst jetzt den Udo, weil du denkst ihn dir ja aus. Ob du jetzt den sinnlich wahrgenommen in deiner Verabrede siehst, weil du jetzt glaubst, im Blindfeld zu sein, oder ob das jetzt nur eine Stimme, eine quäkige Lautsprecher-, Computer- oder Kopfhörerstimme ist, je nachdem, was du dir halt jetzt gerade ausdenkst, dass dieses quäkige Lautsprecher-Ding mit Sicherheit nicht der Udo ist, den du dir ausdenkst, der sich jetzt nur in deinem Kopf befindet. Das ist hundertprozentig sicher, wohlgemerkt nicht in den Kopf, an den du jetzt denkst. Weil der hat die ganze Zeit ja gar nicht existiert, den musst du jetzt erst wieder denken. Ich rede von einem roten Bereich. Und dieser rote Bereich, der zwar in der ganzen Esoterik angesprochen wird, aber nicht so brutal, wie ich jetzt das mache. Das Hauptproblem ist das unbewusste chronologische Denken. Ich sage, halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. In Kurzform, mach dir kein Bild von Gott. Wenn ich Gott als Schöpfer definiere, dann bist du viel mehr Gott wie irgendwas, was du dir ausdenken könntest. Selbst Gott oder die ganzen Götter, die du dir ausdenkst, stehen und fallen, ob du sie denkst oder nicht denkst. Ansonsten existieren die nicht. Das ist übrigens jetzt keine Theorie. Ich habe gesagt, die wesentlichen Aussagen kann jedes Kind hier und jetzt sofort überprüfen. So, und jetzt denk an der Fahrrad. Wo war das, bevor du es gedacht hast? Ist jetzt ein Unterschied, ob ich an der Fahrrad denke oder an Gott denke? Ich sage, wenn du Gott als Schöpfer definierst, ist der Denker eigentlich der Schöpfer für seine, der träumende Geist für seine Gedanken. Was jetzt die Schwierigkeit ist, was bei den meisten abgeht, das ist das, was ich Doppelschritt nenne. Und da gehen wir jetzt doch mal rein. Was uns in unserem durch den Verstand und die Sinne gesehenen Universum als Raum erscheint, ist das Unmanifeste selbst nach außen gekehrt. Das ist jetzt eigentlich das Innerhalb und das Außerhalb, das Unmanifeste selbst. Das klingt alles so, wenn wir jetzt dann genauer gehen, es ist alles richtig, aber es ist nicht tiefgehend genug. Ich mache mal ein kleines Beispiel, das ich schon ein paar Mal gebracht habe, wir denken uns jetzt an Shakespeare aus. Genauer noch, Shakespeare ist der Schöpfer eines Hamlets. Zumindest hat man mir das erzählt, das habe ich aus das Buch heraus. Wenn ich jetzt das nicht wüsste und ich würde Shakespeare hören, könnte ich mit dem Namen nichts anfangen. Okay? Und da gibt es ja diesen schönen, jeder von euch, das habt ihr in euren Schwamminhalt, ohne Shakespeare zu können, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
Das geht dann hier in den Ohrenbohrungen, wird es in einer erweiterten Form, wird das Gedicht noch etwas weitergeführt. Da geht es also, schlafe ich jetzt oder schlafe ich nicht und bla bla bla. Mir geht es nur um diese erste Zeile. In diesem Kontext des Gedichtes ist das Sein blau geschrieben, ist eigentlich nur ein anderes Wort für existieren. Das heißt, es wäre viel präziser, wenn man jetzt sagen würde, existieren oder nicht existieren. Das heißt, ist es aus der Einheit aufgetaucht oder nicht aufgetaucht? Jetzt können wir die wieder rot machen. Dieses unmanifeste Selbst heißt eigentlich das Unmanifest. Jetzt geht schon los, dass er meint, ein manifestes Selbst wäre jetzt praktisch ich als Körper, wenn sich was manifestiert, fest wird. Darum heißt es ja zum Beispiel, Materie ist nur hochkonzentrierter Geist. Aber es muss nicht unbedingt manifest in Form von Festwerden von Materie sein, weil ja auch in einem gewissen Maß, wenn ich jetzt nur ein Fahrrad denke, existiert es ja auch. Und ein gedachtes Fahrrad, da sage ich jetzt nicht unbedingt, dass das gedachte Fahrrad von mir, dass das aus Materie, dass das fest geworden ist. Es ist sowieso, inwieweit können Gedankenwellen fest werden? Und jetzt kommen wir zu den Teilchen-Wellen-Phänomen, das übrigens auch sich alles unheimlich leicht erklären lässt, aber ich will heute keine Physik mit euch machen. Es sind so elementare Denkfehler drin, du kannst die größten Probleme der Welt mit einem Fingerschnipp wegmachen, wenn du Holofeeling verstanden hast. Und ein Standardsatz von mir ist immer wieder dieses Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Und ich muss jetzt dazu sagen, wenn man das erste Mal hört, jeder, der das erste Mal hört, hat Fragezeichen auf den Augen. Und ich sage dann immer wieder, pass auf, das, was jetzt für dich als unmöglich erscheint, wenn ich dir die Lösung sage, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. Und ich behaupte jetzt, all deine persönlichen Probleme, egal welche Probleme du hast, und damit zwangsläufig die kompletten Probleme der Menschheit, die du dir jetzt ausdenkst, weil die von dir ausgedachte Menschheit ist das größte Problem, das du hast, inklusive deines heliozentrischen Weltbildes. Dazu sollte man wissen, dass das lateinische Wort Probleme heißt, das Vorgelegte, genauer noch das Vorgebirge, und das Vorgebirge ist die Welt deiner Gedankenwelt, wenn du das oberflächlich siehst. Weil das, was dir vorgelegt wird, taucht in dir auf als träumender Geist, das ist die Welt deiner Gedankenwelt. Und du kannst die extrem leicht lösen. Du brauchst bloß ein neues Programm. Und ein neues Programm ist jetzt nicht, dass du dein Programm zum Teufel hauen musst und dann kriegst du ein neues, meine Geschichte mit dem Haar. Für die, die es noch nicht gehört haben, was ich jetzt nicht davon ausgehe, sage ich es nochmal, wir symbolisieren deinen momentanen Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das heißt, ich sage jetzt, du bist der Computer und dein komplettes Programm, deine Daten und dein Betriebssystem symbolisieren wir mit einem Haar. Das ist verantwortlich für die Bilder, die in dir auftauchen. Weil nur die Daten und das Programm machen die Bilder. Das ist dein Leben. Die Quelle deines Lebens, das Ding in einem gewissen Maß, die Gesetzgebigkeiten. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, sage ich, dann kriegst du von mir ein neues. Das heißt, wenn du mir dein Haar schenkst, dann kriegst du von mir ein neues Programm, ein neues Leben. Und jetzt muss dir natürlich klar sein, in dem Moment, wo ich deine Daten und dein Betriebssystem platt mache, sind da dir, du wirst so einen Geist, der schläft, ohne zu träumen. Ein absolutes, nicht denkbares Nichts. Weil der Computer, der keine Daten hat und keinen Stromanschluss, also keine göttliche Energiequelle, der ist nichts. Da muss ja einer da sein, der sich den Computer ausdenkt. Okay? Also du vertraust mir, du gibst mir das Haar und du kriegst von mir für den Buchstaben ein Wort. Das ist jetzt wichtig, dass du das verstehst. Das, so funktioniert Holofeeling. Ich habe an deinem Haar, an deinem ganzen Wissen nichts verändert, nicht das Geringste. Du hast bloß neue Teile dazu bekommen. In dem Wort AUS. Und das Wort verändert ja nichts an dem Haar, weil du das heilige Ganze gar nicht zerstören kannst. Du hast es bloß bisher nicht eingesehen. Und die Grundvoraussetzung, dass du die nächste Ebene kriegst, ist, dass du die bestehende Ebene des Gegenteils akzeptierst. Ich könnte jetzt sagen, dein ganzes Wissen ist ein Kreis und ich gebe dir jetzt ein Dreieck dazu, das sich total im Widerspruch zu deinem Kreis steht. Du bekämpfst ja Krieg, du bekämpfst ja alles, die Krankheiten. Kreis und Dreieck ist definitiv symbolisiert wie Gesundheit und Krankheit, wie Frieden und Krieg, wie Sonnenschein und Regen. Ich gebe dir das genaue Gegenteil dazu, darum sage ich, alles, was dir bis jetzt richtig erscheint, drehe es um 180 Grad und mach dir bewusst, dass das genaue Gegenteil auch richtig ist. Alles, was für dich böse und schlecht ist, dreht es, das wird für dich gut werden und umgekehrt. Und erst wenn du beides gleichwertig akzeptierst, ich behaupte, die Tasse hat keinen Henkel. Jetzt sagst du, das stimmt ja gar nicht, ich bin blind, ich bin taub. Offensichtlich sehe ich was du nicht siehst.
Der Henkel ist rechts, nein, der Henkel ist links. Haben wir so oft. Über 20 Jahren habe ich das erzählt und ich merke immer noch Leute, die es tausende Male gehört haben, die haben es immer noch nicht gecheckt, was ich will. Das meine ich, das haben sie noch nicht klar. Wenn ich jetzt aber sage, statt das, ich sage mal jetzt Politik, schalt dann Fernseher ein. Dann schau, was die Pixelmännchen machen in ihrer unendlichen Rechthaberei. Können die was dafür? Glaubst du wirklich, dass da außen irgendwelche rumlaufen? Wo war jetzt übrigens die ganze Zeit der Mond und die Sonne? Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunten auf der Erde. Auch das tausende Male wiederholt, das hat mit der Kirchen- oder jüdischer Religion überhaupt nichts zu tun. Vergiss diesen klassischen Begriff Religion, sondern sage ich, das sind elementare Dinge, Lebensgesetze, die auf den Punkt beschreiben, wie göttlicher Geist funktioniert, wie er sich verwirklicht. Jenseits aller Religionen, die du dir ausdenken kannst mit einem Mohammedanen Intellekt. Darum interessiert mich auch nur der, der sich das alles ausdenkt, das bist du. Und solange du in dem Wahn lebst, dass ein Gedanke von dir unabhängig von dir denken könnte, hast du nichts verstanden, schon gar nicht von dem, was du bist. Sein oder nicht sein heißt existieren oder nicht existieren. Jetzt können wir das natürlich umdrehen, pass auf. Jetzt rede ich einmal von dem rot geschriebenen Sein. Dieses Nichtseiende, Nichtdenkbare, die 200 Gramm rote Gnede. Das machen wir jetzt als erstes, dann hast Sein oder Nichtsein eigentlich ewig sein oder existieren. Weil das Nichtsein ist ja die Negation von dem Ewigsein und das ist nur was Existierendes. Aber alles, was existiert, ist nicht ewig. Sollte dir das jetzt zu kompliziert sein, sage ich, das, was existiert, sind die Wellen. Eine Welle ist nicht ewig. Ich versuche nicht, einer Welle zu erklären, was Ewigkeit ist. Die taucht auf und verschwindet wieder. Stimmt oder stimmt? Du kannst einer vergänglichen Erscheinung nicht erklären, was ewig ist. Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was ewig ist. Das wiederum, was ewig ist, kann nicht existieren. Es kann nicht in Erscheinung treten, weil alles, was zu existieren anfängt, zwangsläufig mit dem nächsten Gedanken wieder vernichtet wird. Das ist der Kann, der wirkliche Kann. Aber jetzt musst du einen Doppelschritt gehen. Lass uns das weiterlaufen. Ist der Körper Gottes. Und nun das größte Wunder. Jene Stille und Weite, die das Universum überhaupt ermöglichen, sind nicht nur dort draußen zu finden. Schon der erste Außen ist überhaupt nichts. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Da geht ihr jetzt in einen ungöttlichen Bereich rein, weil hier immer noch übermächtig ist das materialistische Denken. Es ist in dir drin ist es immer und du kannst es dir ausdenken. Aber nur weil du dir was ausdenkst. Ich denke mir jetzt ein grünes Marsmännchen auf dem Mond, auf dem Mars. Okay? Glaubst du, wenn ich jetzt das, ich bin du. Wenn ich mir jetzt ein grünes Marsmännchen auf dem Mars denke, glaubst du, dass jetzt auf dem Mars ein grünes Marsmännchen ist, dass du dir da drauf denkst oder ist das eigentlich in deinem Kopf? Da sagt deine Logik, das sage ich dir gleich, ich kenne deine Logik besser wie du selber, ich habe die schon längst durchschaut. Ich bin nämlich das, was du sein wirst, wenn du das Leben zu Ende gelebt hast, dann ist das Buch zu Ende gelesen, dann kriegst du von mir das nächste Buch zu lesen. Wieder neu nicht. Und die Frage zwischen Reinkarnation und Wiederauferstehung besteht einzig darin, ob du, indem du zu träumen anfängst, vergisst, wer du bist oder ob du es nicht vergisst. Auch immer die Sache mit Erleuchtete, es gibt keine ausgedachten Erleuchtete. Der leuchtet, der tritt in der Außenwelt nicht in Erscheinung. Ich mache immer gerne das Beispiel, wenn wir jetzt diesen Videobeamer nehmen, der in dem Saal das Bild projiziert, das du jetzt auf dem Monitor siehst, er findet auch gleichzeitig hier zumindest auf einer Wand, dieser Beamer, die Lampe im Projektor, ein Symbol für das rote Ich. Die Lampe im Projektor, die siehst du außen auf der Leinwand nicht. Das, was du dir ausdenkst, das ist die Ursache für das, was auf der Leinwand entsteht. Okay? Du symbolisierst das rote Ich. Und jedes Bild, das hier projiziert wird auf der Leinwand, ist nur, weil du da bist. Aber du flackerst auch nicht. Ich habe immer wieder gesagt, da brauchen wir Display dazu. So, das ist in vielen Sachen, dass man hier diese Reihe, ich erkläre das nicht nochmal im Blindfeld-Vortrag raussuchen, da ist es drin. Aber da hast du jetzt das Programm, wir haben praktisch hier, das ist die Lampe, dann haben wir hier das Programm, dann haben wir ein Display, das entspricht jetzt unserem Videobeamer, das ist eine Maske, eine Projektionsmaske, ich will jetzt da auf die ganzen Wörter nicht eingehen, das ist ein Prinzip, das sind alles Metaphern. Was heißt das Metaphern?
Was meine ich denn damit? Es ist schlichtweg und einfach so, dass ich auch hier immer wieder dieselben Sätze erkläre, solange du jetzt mit deinem jetzigen Intellekt, den du zum Denken benutzt, wenn ich jetzt auch der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, dann stellst du dir nicht eine Sekunde einen Krug vor, der zum Brunnen, zu einem Brunnen läuft und auseinanderbricht, weil da ist in deinem Programm drauf, das ist ja nur ein Sprichwort, das steht symbolisch für etwas, zum Beispiel Lügen haben kurze Beine. Jetzt habe ich dir dasselbe gesagt mit anderen Worten. Aber sobald du irgendwie Zeitungen liest, dass der Papst jetzt zum Beispiel, glaube ich, hier und jetzt gedacht, in Irland ist und wieder Abbitte tut für die Fehler der Pfarrer, das ist, sollte die irgendwann mal anfangen, das machen die in hier und jetzt ausgedachten 2000 Jahren, haben die nichts anderes gemacht, wie permanent sich für irgendeinen Scheiß zu entschuldigen, in ihrer Raffgier, in ihrer Verlogenheit, in ihrer Scheinheiligkeit, die offizielle Kirche, die offiziellen Stellvertreter Gottes auf Erden, Officio Lateinisch, habe ich erst mit einem Riesen gestritten, heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Schlauche Altlatein-Wörterbuch auf. Da kommt auch das Office, die Bürokratie her. Das Office, die Bürokratie, das Büro. Für was ist das eigentlich gut? Braucht man eigentlich ein Büro? Ging das nicht ohne ein Büro? Ist doch nur Geld, es geht wieder um Geld. Es gibt so schöne Vermutungen, dass wenn jeder freiwillig von dem, was er verdient, egal ob er selbstständig oder arbeitet, einfach freiwillig 10% abgibt, hätte der Staat wesentlich mehr Geld, wie er jetzt hat. Obwohl hier teilweise, je nachdem, was du verdienst, du weit über die Hälfte abgeben musst. Weil die Bürokratie alles auffrisst. Unser Bundestag jetzt, dass das immer mehr Abgeordnete werden, immer teurer wird, weil jeder nur an die Spitze kommt, wenn er irgendwelchen anderen Idioten verspricht, wenn du zu mir hilfst und mich wälzt, dann gebe ich dir auch einen schönen Posten. So bläht sich das auf. Ich kritisiere jetzt übrigens nicht etwas, was ich erschaffen habe. Ich bin kein dummer, ich sage mal Prüfer, der einen Führerscheinprüfungsbogen entwickelt und dann die Fehler, die ich selber in den Bogen reingemacht habe, kritisiere. Ein wichtiger Satz. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir jetzt ausdenke, vorwerfe, dass er genauso ist, wie ich ihn mir ausdenke. Ich nehme alle Schuld auf mich. Weil ich der bin, der ich zu sein behaupte. Und der ist mit Sicherheit nicht der Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Den benutze ich bloß, um dir das mitzuteilen. Ich teile das jetzt aber nicht dem, mit der du zu sein glaubst, sondern dem, der uns zwei ausdenkt. Dich und mich. Den, der du zu sein glaubst und den Udo. Du denkst doch jetzt an dich, wenn du an dich denkst. Und du denkst jetzt an den Udo. Das ist ungefähr so, wenn ich jetzt zu dir sage, du bist immer. Und der Udo ist eine Gedankenwelle, die in dir auftaucht. Und das, was du zu sein glaubst, dieser Körper, dieses Ich, ist auch eine Gedankenwelle, die in dir auftaucht. Und jetzt können wir dann an so viele andere denken. An Papst, an Bundeskanzlerin. Und jeden, den du denkst, der kommt aus dir, weil du ihn denkst. Und jetzt bist du so doof, dass wenn du an einen ganz bestimmten Deppen denkst, dass du sagst, das bin ich und die anderen bin ich nicht. Und ich erkläre dir, nein, du bist der, der sich alle ausdenkt. Dich genauso wie die anderen. Du bist was ganz was anderes. Ist das schon schwer zu verstehen? Ich sage dir gleich, ein Gedanke von dir wird es nie verstehen. Habe ich nicht ganz am Anfang dieses Vortrags gesagt, du wirst so lange geistlos bleiben, solange du glaubst, du müsstest irgendeinen Gedanken von dir erklären, wo er herkommt. Jetzt denk dir grünes Marsmännchen und erklär den grünen Marsmännchen, wo das jetzt herkommt. Oder denk dir in Osterhausen. Da würdest du gar nicht drauf kommen. Aber was machen die jetzt hier? Sie sind auch in dir. Wenn du ganz und gar gegenwärtig bist, dann begegnest du ihnen im stillen, inneren Raum von No Mind. Das sind so Widersprüche in sich selber, aber jetzt nicht im Positiven. Du begegnest ihnen im inneren Raum. Da ist das Allererste, dass der Raum halt innen gibt, überhaupt keinen Raum. Es gibt prinzipiell keinen dreidimensionalen Raum. Das ist ein Konstrukt aufbauend auf zwei Quadratflächen. Da müssten wir jetzt in die Physik der Matrix gehen, die ich erkläre in den Ohrenbohrungen. Selbst in der Physik, das Wort Volumen heißt nicht Raum. Wenn die dann hier einen leeren Raum schaffen oder dieses immer das Hauptproblem ist, diese Welt da außen. In einem träumenden Geist gibt es keine Welt da außen. Es gibt nur die Illusion von Vorstellungen, die du vor dich hinstellst. Das ist das Aussprechen, das, was du erlebst, was auch unheimlich real ist. Da müssen wir nicht machen. Schau jetzt
bewusst als Trockennasenaffe aus deinen Augen heraus, aus deinem Kopf heraus und schau in die Welt. Und dann sagen viele, das kann doch nicht alles in mir drin sein. Das ist wie die Sache gerade mit dem Affen, du dummer Affe. Unbeleidigt sein. Schau halt mal rein, was du glaubst. Probier, wenn du dich traust, probier das aus. Aber mach das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Einfach einmal das Spiel draus machen. Geh auf die Arbeit, wenn du irgendwo angestellt bist und sagst zu deinem Chef, ich habe heute Nacht die ganze Nacht nicht geschlafen, wie es bewusst war, du bist bloß ein dummer Affe. Und schau, wie er reagiert. Das ist ein normaler Mensch, der kann nicht anders. Und dann sofort aber sagen, Moment, nicht, dass du mich falsch verstehst. Es ist nicht meine Meinung, mir ist bewusst geworden, dass du das glaubst. Und ich das bis jetzt auch geglaubt habe, dass ich das bin. Obwohl ich doch der bin, der sich das ausdenkt. Und dieses Ich bin du, du denkst mich doch jetzt auch aus. Erlebt wird der Traum nur von dem Geist, der träumt. Das wiederhole ich immer und immer wieder gebetsmannhaft, obwohl ich gern was anderes erklären würde. Hier ist es wichtig, das ist Einstiegsdrogen. Aber noch so voller Fehler, es ist, wenn du genau hinhörst, wirst du merken, immer noch unbewusst. Ich benutze auch raumzeitliche Begriffe. Aber ich weise dich immer wieder darauf hin, dass das hier und jetzt gedacht ist. Wenn du jetzt an die Erdkugel denkst, feinstofflich, ein uraltes Beispiel von mir, denk an die Erdkugel. Stellst du dir was vor? Kannst du jetzt ausmalen, die Augen zumachen, in deinem Kopf. Und jetzt denk an das Sandkorn oder an ein Atom, an ein Elektron, an ein Photon. Was denkst du dann? Ich sag mal ganz grob, jetzt hast du mal ein Kügelchen. Du denkst an die Kugelform bei der Erde genauso wie beim Sandkorn oder beim Atom. Dann kannst du natürlich sagen, nee, das sind ja nur Elektronen, die außen rumfliegen. Aber all das hat doch noch nie irgendein Mensch gesehen. So wenig wie irgendein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, mit eigenen Augen gesehen hat. Jetzt müsste ich schon wieder Cut sagen, sprich nicht weiter. Ein ausgedachter Mensch sieht sowieso nichts. Du siehst's. Und ein ausgedachter Mensch wird das gesehen haben, was du denkst. Denk an die Kiste. Das ist das, was ist. Wenn du dir jetzt an Astronauten denkst, der auf dem Mond rumgelaufen ist, dann ist es für dich so, wenn du das glaubst. Es ist niemals in der Vergangenheit gewesen. Es gibt auch keinen Mond. Mach dir kein Bild von irgendwas da oben am Himmel. Und dann, wenn ein berühmter Einstein, den wir uns jetzt ausdenken, der ja so gescheit ist, warum denkst du, dass der gescheit war? Weil du gelesen hast, weil alle das behaupten. Das glauben doch alle. Es glauben ja auch alle, dass sie von ihrer Mutter geboren worden sind, weil sie ja alle hundertprozentig davon überzeugt sind, dass sie sterbliche Trockennasenaffen sind. Aber sind es diese alle, sind es nicht alles Figuren in deinem Traum? Existieren die nicht bloß, wenn du sie denkst? Holofeeling ist nicht für die Welt, die du dir ausdenkst. Holofeeling ist einzig für den, der sich eine Welt ausdenkt. Nur für den. Darum kannst du in der Welt nirgends eintreten. Da gibt's keine Sekte. Da ist keiner an Geld interessiert. Und schon gar nicht an deinen Scheißdreckskörper. Ist hart? Scheiß. Dreck. Was löst das Wort in dir aus? Scheiß, habe ich dir schon gesagt. Ein Scheiß ist ein Exkrement. Das ist Shit, Roshit inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut. Es ist ein Heraustreten aus der Einheit, die wir Gott nennen. El Hayom, UP. Gott das Meer. Das sind Gedankenwellen. Shit, Exkremente. Könnte ich jetzt sehr, sehr weit gehen. Das ist nichts Negatives. Habe ich übrigens gerade, wenn wir das machen, hier und jetzt raumzeitliches Gespräch nochmal meinen Dieter Apotheker erklärt, wenn du jetzt in deiner Vorstellung von Eizelle, befruchteter Eizelle, ich habe mir im letzten Selbstgespräch, wo ich sage, ob du dir jetzt ein weibliches Ei denkst, wo ein Schwall von hunderttausenden Samenfädchen drumherum dran kleben, und dann habe ich das Bild ja noch mit eingestellt, dass man jetzt, das sind ja auch bloß alles Animationen. Oder du denkst dir eine Erdkugel, wo hier Milliarden von Menschen drauf rumlaufen. Menschen, was du Menschen nennst, sind schlichtweg göttliche Samenfädchen. Es sind alles Metaphern. Bilder, die für was stehen, so wenig wie der Krug, der zum Brunnen geht, bis er auseinanderbruch, dass das irgendwas mit einem Krug zu tun hat, ist dein Leben, deine Geschichte, ein Jesus, irgendwie personifiziert zu denken und schon gar nicht Adam und Eva oder Kain und Abel. All das, was in der Dora drin steht, steht auch in den Physikbüchern drin, bloß in einer anderen Schrift. Exakt dasselbe, die ganzen Formeln, das habe ich zig, das sind, studier die Offenbarungen und da kriegst du den ersten Hauch und den Rest mache ich dann direkt, wenn ich merke, dass du mir entgegenkommst, komme ich dir auch entgegen. Das sind dann so kleine Wunder, die passieren, wenn ich immer unser Bezi sage, jetzt wieder normal gesprochen, innerhalb von einem Jahr, 25 Jahre, sagt er, da komme ich in die Mitte, das verstehe ich nicht, und plötzlich ist eine wandelnde Granate an Inspiration. Er hat nur das Grundprinzip von der Vordersprache verstanden. Oder wenn ich meinen kleinen Michael immer wieder nehme, angeblich zu blöd, irgendwas zu machen,
dem setze ich irgendeine Formel hin, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat, und der wird er in Bezug auf das heilige Ganze die wesentlich genauer erklären wie irgendein Quantenphysiker. Weil die ja alle nur das nachschwatzen, was man ihnen in Elternhaus und Schule gelernt hat. Warte mal schnell. Irgendwo in Lesch. Gassner und Lesch. Ah, schauen wir mal, Physik, Astrophysiker, bitte, genießt es. Wo ist der Mittelpunkt des Universums? Hier? Hier. Hier? Hier. Und hier. Und da auch. Und da. Und da, wo die Also pass auf, wo ist der Mittelpunkt des Universums? Universum heißt das in eins gekehrte. Das ist der träumende Geist, der im Meer ist. Und das, was aufgeschmissen wird, die ganzen Exkremente, die kehren wieder zurück mit jeder neuen Welle, und zwar gleichzeitig im Hier und Jetzt, sobald was auftaucht, wird was abgesenkt, wenn man die Hände mal anschaut, wenn ich die Hände so kreise. Das ist immer ein ständiges Umformen. Und das passiert in dem Mittelpunkt. Das heißt, wenn du jetzt dir eine Erdkugel denkst, wenn du die nur denkst, ist diese gedachte Erdkugel, die du dir jetzt denkst, größer wie ein Sandkorn, oder denkst du dir das bloß größer? Wie groß ist das in deinem Kopf drin? Ja, wir bleiben mal ganz normal. Das muss ja in deinem Gehirn drin sein. Kann die gedachte in deinem Gehirn als Information vorliegende Erdkugel größer sein wie das Sandkorn, das du dir denkst? Oder ist das erst einmal ganz abstrakter Kugelform, die erst durch eine unbewusste Bemaßung, eine Vorstellung, das wird, was du glaubst, dass es ist? Genauso ist es mit der Zeit. Habe ich so oft gesagt. Eine Sekunde. 1000 Jahre. Hat jetzt die Sekunde, dieses Geräusch eine Sekunde länger gedauert, wie das Geräusch 1000 Jahre? Als Zeitfenster betrachtet, wie ich das nenne? Oder löst es nur eine andere Vorstellung in dir aus? Aber ist beides nicht immer permanent im Jetzt, weil das sich ja wieder zerteilen kann in Einzelbuchstaben, die jetzt auftauchen, wie die Bilder oder die Worte? Das sind ja nur Untersysteme. Wenn ich einen Stapel DVDs vor mir liegen habe, die sind alle gleichzeitig da, die kann ich nur nacheinander abspielen, da haben wir gerade übrigens nicht weitergemacht, dieses AND, das AIN, habe ich gesagt, ist dann nicht existierendes Auf und Ab. Muss ich doch nochmal ganz kurz, bevor wir die nochmal anhören. Das ist halt hier das AIN, wir haben das nach heißt ruhend. AIN habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann das so schreiben, dann heißt es nicht existierend. Oder ich schreibe es mit einer 70, das spricht man auch AIN aus, dann heißt es hier blau geschrieben, praktisch mehr oder weniger ein Augenblick. Augenblickliche intellektuelle Existenz. Das heißt, eine ruhende augenblickliche intellektuelle Existenz nach Ain. Jetzt kommt AND. Das ist, kann ich jetzt lesen, die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Das heißt, ich werde hin und her auf- und abschwingen. Imperfekt. Ich werde hin und her schwingen. Interessant ist, dass diese Schwingung aber eine transversale Schwingung ist, weil dein Geist lichtgeschwind schwingt. Jetzt müssen wir natürlich erst einmal wissen, dass sogenannte raumzeitliche Schwingungen, das sind Wasserwellen und Schallwellen, die wir uns jetzt ausdenken, dass das sogenannte Longitudinalwellen sind in der Physik, und Licht ist ja angeblich eine Transversalwelle. Das ist eine Welle, die gegen die Ausbreitungsrichtung schwingt. Das wäre jetzt wert, dass wir uns das genauer anschauen, wenn sich einer für Physik interessiert. Physiker wissen das nicht, was das bedeutet. Das ist das, wenn ich es immer so mache. Longitudinal ist das Zeitfenster von der Vergangenheit in die Zukunft. Jetzt lass uns den nochmal ganz kurz bitte leise sein, da habt ihr reingequatscht. Wir machen aber die nochmal von vorne, die dauern ja nicht lang. Der Mittelpunkt des Universums. Wo ist der Mittelpunkt des Universums? Hier? Hier. 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 Und hier. Und da auch. Und da. Und da, wo die Kamera steht, auch. Aber auch da, wo überhaupt keiner fragt, da auch. Überall. Das Universum, heißt es so schön, Achtung, Wissenschaft, ist isotrop und homogen. Also isotrop heißt in allen Richtungen gleich. Homogen heißt mehr oder weniger, ab einer bestimmten Entfernung kann man sich nicht mehr voneinander unterscheiden, wo man ist. Eine Entfernung. Es ist ein einziger Haufen von Schizophrenien, die wirst merken, es sind Wahnsinnige. Es sind die tief religiösesten Menschen, wo es überhaupt gibt.
Das einzige Bonus, wo die haben, dass die ein Glaubenssystem verbreiten, das Welt in deiner Welt, in Ich Bin, du im ersten Band von diesen ganzen Büchern, steht ganz vorne drin, es gibt in deiner Welt bloß eine alleinzige Weltreligion. Die Welt, die du dir ausdenkst, auf der gibt es eine Unmenge von Religionen, die wiederum zerbrochen sind. Christentum sind hunderte von Sekten zerbrochen, die Moslems sind Sunniten, Schiiten in hunderte von Sekten zerbrochen. Aber genau genommen gibt es nur eine Weltreligion, das ist der Materialismus. Bring mir einen Moslem, der nicht glaubt, dass er von seiner Mutter in der Vergangenheit geboren wurde und der nicht glaubt, dass er sich auf einer Erdkugel oder Scheibe befindet, wenn man jetzt den neuen Trend der Flat Earth so angeht. Bring mir einen Christen, der das nicht glaubt. Es ist überall steht definitiv der Materialismus. Ich sage zu dir ganz schlichtweg und einfach, sorge dich nicht um morgen. Was magst du? Du versuchst dich am Leben zu halten, das ist wieder Naturgesetze. Da kann ich dann tausendmal dir erklären, wenn du dir jetzt einen Säugling ausdenkst. Keiner würde auf die kommen, dieses Ding so erhalten zu wollen, wie es ist. Da sagt nämlich deine Normalität, deine Logik, die man dir anerzogen hat, der muss sich ja auflösen, dass er Schulkind wird. Genau genommen, für dich löst er sich ja nicht auf, sondern der verwandelt sich laufend wie die 200 Gramm rote Gnede. Das Problem ist, dass aber keiner was von der Gnede weiß. Ich mache das einmal in einer einfachen Metapher. Ich sage, du Geist, durchlebst zurzeit ein Leben, ein Programm. Noch einfacher, das ist ein Buch, das du liest. Die 200 Gramm rote Gnede ist der Leser. Und das Ding, was ich jetzt Buch nenne, das Buch der Gesetze, ob ich das Physikbuch oder Dora oder Koran nenne, spielt keine Rolle, sind nur, da steht überall dieselbe drin, nur in einer anderen Sprache. Wenn man es richtig übersetzt, da gehen wir noch drauf ein. Das sind die Gesetze, dieses Ding formt dich ständig um. Den Leser, deine eigenen Informationen, diese 200 Gramm rote Gnede, der als Ding an sich eigentlich gar nicht vorkommt. Mit L heißt übrigens mit Gott in einem Punkt. Ich bin du und du bist ich. So, und jetzt lass mich ja mal ein alter Ego von mir sprechen. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der ist in dir drin. Genauso wie du in mir bist. Weil nämlich JCA und ICA ein und dasselbe ist. Und beide zusammen ergeben UP. Ich brauche dich. Das habe ich jetzt als Udo gesagt, weil ohne dich wird es mich gar nicht geben. Meinst du, dass ich mir welche einer vergänglichen Erscheinung so den Arsch aufreißen würde für das, was du Körper nennst und das bin ich? Diese unheimliche Begriffsstutzigkeit von den einfachsten Sätzen. Pass auf, normales Ich sagt, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Auto, ich habe einen Körper. Wird nie auf die Idee kommen zu sagen, ich bin das Auto, ich bin die Wohnung. Aber wie sieht's aus, wenn du das Wort Körper von dir spritzt? Du hast Informationen. Und es spielt dabei keine Rolle, ob du an deinen Körper denkst oder an ein Universum oder an eine Erdkugel denkst. Es sind ständig wechselnde Bilder, die an dir selber überhaupt nichts verändern, weil der sich's ausdenkt, egal welche Form dein Geist annimmt, diese Energie, diese 200 Gramm rote Gnede verändert an dir überhaupt nichts. Und dieses zwanghafte, etwas am Leben erhalten zu wollen, das ist so ein geistloser Akt, weil das sich ja schon auflöst, wenn du es nochmal denkst. Die Schwierigkeit besteht darin, dass in dem Moment, wo du was nicht haben willst, ständig an das denkst, was du nicht haben willst, wird es da am Arsch vorbeigehen, wäre es von einer Sekunde auf die andere weg. Es ist die Wirklichkeit. Und die Schwierigkeit ist jetzt in Zeit, normal gesprochen, ihr werdet halt 25 bis 30 Jahre brauchen. In der Regel startet man meistens erst so mit 40, 35, 40 ein, die ersten Ansätze. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie lange es dauert, bis da dann einigermaßen es anfängt. Und dann sitzt man da und sagt, mein Gott, bin ich blind gewesen. Dir wird plötzlich diese einfachen Sätze sind für dich so absolut klar. Und du wirst dann wirklich in einen eigenartigen Zustand kommen, dass du dir gar nicht mal vorstellen kannst, dass du über 20 Jahre braucht hast, um das zu akzeptieren. Wohlgemerkt, jetzt symbolische 20 Jahre, weil sich das alles im Hier und Jetzt abspielt. Das Universum hat unglaublich gleichmäßig angefangen in einem Punkt, der alles war, was werden wird. Insofern ist die Frage nach dem Mittelpunkt des Universums. Der Mittelpunkt, das ist immer... Diese Frage kommt immer von dieser falschen Vorstellung, es könnte eine Explosion gegeben haben. Genau. Bei einer Explosion ist es ja tatsächlich so, dass alles von einem bestimmten Punkt wegfliegt. Ja. Dann kann ich natürlich rückblickend die Frage stellen, wo war das? Ja. Nur unser. Das ist alles raumzeitliches Geschwätz. Wenn das deine Logik ist, das ist unheimlich logisch. Die große Schwierigkeit, egal wo du dir was hindenkst. Ich mache es in ganz einfachen Worten. Egal wo du dir was hindenkst, es ist hier und jetzt in deinem roten Kopf. Das ist dieses Beroshit. Geh nochmal
Nochmal darauf ein, dieses Bereshit, inmitten dieses Kopfes, erschafft El Hayom, Gott, das Meer. Wen, akkusativ gelesen, das hast du übrigens auch du, das ist das männliche Du, das weibliche Du, Entschuldigung, das ist im Hebräischen das weibliche Du, dasselbe Wort ist aber auch akkusativ. Muss ich jetzt nicht erklären, wenn es einer nicht weiß. Erschafft Gott das Meer, wen? Den Himmel und die Erde. Was natürlich das dann ganz interessant wird, wenn wir die Einzelsachen anschauen. Das ist halt Holofeeling, die Vordersprache. Das sind dann noch Zäune, das ist ein Zäunencode, das ist eine Programmstruktur. Das ist kein religiöses Geschwätz mit den alten Traditionen, mit Beten oder Nicht-Beten, mit Taufen oder Nicht-Taufen. Die Figuren sind Märchenfiguren. Märchen sind das Wertvollste, was du besitzt. Ich kann es nicht oft genug sagen, die Sprichwörter und die Märchen, die sich jetzt in deinem Intellekt befinden. Und Märchenfiguren, alle sind Märchen. Hitler ist eine Märchenfigur, Cäsar. Der Udo ist eine Märchenfigur, genauso wie der Jesus oder der Buddha. Es sind einfach vergängliche Erscheinungen, die in dir auftauchen, in einen Geist, der träumt, der von mir mit symbolischen Bildern konfrontiert wird. Um dir das jetzt zu erzählen, muss ich mich in deinem Traum ersichtlich machen, weil du kannst immer nur von oben nach unten sehen. Jetzt nochmal, ich erkläre es nicht dem Menschen, der du zu sein glaubst, sondern ich erkläre es dem, der uns zwei jetzt ausdenkt, dich und den Udo, den du dir ausdenkst. Der jetzt in dir ist, so wie du in dem Udo bist, weil das alles in einem Punkt zusammenfällt, das Ganze nennt man Universum. Und das ist jetzt eigentlich das Interessante, um das abzuschließen, weil ich ein großes Pauseschild hingehalten bekomme. Eins der schönen Sprichwörter, habe ich zigfach schon zitiert, eine extreme Weisheit ist, alle, die reden, die wissen nicht, und die, die wissen, die reden nicht. Was ein klarer Beweis dafür ist, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, überhaupt nichts wissen kann. Weil der redet doch in einem fort. Ich meine das vollkommen ernst. Aber der Udo hat noch nie behauptet, dass er was weiß. Er sagt, ich bin doch bloß ein Gedanke in deinem Kopf. Ich muss doch das reden, was du jetzt träumst. Aber du jetzt als träumender Geist, der ja selbst als träumender Geist, bist du ein Gedanke von jemandem. Da muss ja einer da sein, der den träumenden Geist was träumen lässt. Okay? Du weißt. Aber das Wissen tritt erst in Erscheinung, wenn du das als Gedankenwellen auftauchen lässt. Wenn ich jetzt auch jede Welle von unendlich vielen Wellenmöglichkeiten im Meer selber in diesem Punkt gibt es keine Wellen, da muss ich mir zuerst was ausdenken. Und alles, was du dir ausdenkst, ist hier und jetzt in diesem Bereshit, im Anfang, in diesem roten Kopf. Darum ist es ganz wichtig, das ist nicht irgendein Gedanke. Egal, wo du dir es hindenkst, es ist hier. Denke mal jetzt an den Mond. Wo ist der Mond, den du dir ausdenkst? Wo ist der Betelgeuse, der Uran? Dasselbe gilt für die Vergangenheit. Wo sind jetzt die Dinosaurier? Die waren jetzt gedacht und die sind hier. Das ist das Rote hier und jetzt sind alle Hiers, die du dir ausdenkst, denen du dann einen speziellen Namen gibst, zum Beispiel München, Kleinfeld, Weißenburg, Amerika, Mars. Sobald du die in irgendeiner Form einen Namen gibst und irgendwo hinsetzt, um dich herum gedanklich, wird das Rote hier entspringen ein blaues Hier. Und genauso ist es mit der Zeit. Sobald du alles, was du jetzt denkst, sagst, das war 1918, oder mir mache jetzt einmal vorneweg aufpassen, 1886. Schöne Zahl. 18 ist ich, 86 ist UB. Wer 1886 geboren wurde, hattest du Sinai. Den schauen wir uns noch an, sagt er nichts. Ich weiß, wahrscheinlich sagt er das nichts, aber wir werden da mal schön drauf eingehen. Jetzt machen wir Pause.